Als nächstes kommt André Meister vom Digitale Gesellschafts e.V. und Netzpolitik.org und erzählt was zur Vorratsdatenspeicherung, also den aktuellen Stand, was könnte, sollte, müsste passieren in nächster Zeit. Danke. Hallo. Ich habe beim ersten DigiGuess-Abend schon mal was zur Vorratsdatenspeicherung gemacht. Naja, ist ja auch nicht gerade ein neues Thema. Das wird seit 10 Jahren auf EU-Ebene diskutiert. Seit 6 Jahren haben wir diese komische Richtlinie, die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Man könnte über die ganzen anderen EU-Staaten viele Sachen sagen. Ich will mich auf Deutschland konzentrieren, möchte aber vorweg noch kurz auf die Österreicher aufmerksam machen. Habt ihr bestimmt mitbekommen, die haben seit 1. April, vorgestern, eine Vorratsdatenspeicherung, klagen dagegen, sind Zehntausende Leute, was war die Zahl in der Petition heute, 90.000. UK will eine mega Vorratsdatenspeicherung, die über alles in der Richtlinie und bisherigen nationalen Gesetzen hinausgeht, wo auch besuchte Webseiten mitgespeichert werden, was konträr zu Popular Belief in Deutschland niemals der Fall war, glücklicherweise. Die wollen das mit Live-Zugriff der Behörden. Grauenhaft. Heute ist eine Petition gestartet, die jetzt schon knapp 60.000 Unterschriften hat. Und sowohl in UK als auch Österreich muss man nicht Bürger sein, um diese Online-Petitionen mit zu unterschreiben. Vielleicht findet das ja der ein oder andere interessant und möchte da mitmachen. Zu Polen kam heute noch eine Zahl rein, die haben auch eine Vorratsdatenspeicherung. Die haben letztes Jahr, im Jahr 2011, 1,8 Millionen Abfragen ihrer Daten gestartet. Polen hat 38 Millionen Einwohner. Das sind knapp 5% aller Bürger, die da statistisch gesehen von einer Vorratsdatenspeicherungsabfrage betroffen wären, was mal wieder unser Argument untermauert. Wenn das einmal da ist, dann wird das auch genutzt. Und jetzt möchte ich ein kleines Update zu Deutschland geben. Wir haben jetzt im März 2010 das Umsetzungsgesetz glücklicherweise gekippt. Seitdem fordern vor allem die Union, aber auch andere, auch die Sozen, zumindest Teile von denen, immer mal wieder die Vorratsdatenspeicherung. Das sei ganz wichtig. Nachdem irgendwie Justizministerin Sabine Leutheisser-Schnarrenberger eine Weile das aussitzen konnte, hat sie dann irgendwann mal ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem ihr Vorschlag für einen Quick Freeze drin ist, was mal nebenbei gemerkt, diese ganze, jetzt ist die Vorratsdatenspeicherung wieder in die Debatte gekommen, weil die EU eine Strafzahlung angedroht hat. Diese Strafzahlung würde überhaupt nicht angegangen mit dem Punkt, mit dem Entwurf der Frau Justizministerin, müssen immer noch Strafzahlungen zahlen.